Hallo Leute, willkommen in meiner neuen Wohnung. Kommt rein! So, wie ihr wisst, ich bin umgezogen, beziehungsweise ich und mein Mann. Und heute feiern wir unsere Einweihungsfeier und meinen Geburtstag. Letzten Dienstag, am 14.06., hatte ich Geburtstag. Wir haben in einer kleinen Runde gefeiert. Und heute, am Samstag, machen wir eine große Party. Und ja, viele von euch haben mich gefragt, was eine Einweihungsfeier ist. Und ich dachte, dass mein Mann vielleicht diesen Begriff erklären könnte. Kommt zu uns. Also, ihr habt mich auch schon bei Instagram gefragt, deshalb, Honey, Tobias, ja. Was ist eine Einweihungsfeier? Eine Einweihungsfeier bedeutet, wenn man irgendwo neu eingezogen ist, dass man einfach eine kleine Feier macht, den Freunden, der Familie die Wohnung zeigt und ja, gemeinsam feiert, dass man eine neue Wohnung gefunden hat. Wir haben dieses Mal auch extrem viele Leute eingeladen. Ich glaube, wir sind am Ende über 30 Leute hier. Ist das normal oder wie feiert man normalerweise? Ist es so groß oder lädt man die engsten Freunde ein? Das macht jeder so, wie er das gerne machen möchte. Und wir haben halt gerne Freunde bei uns, also haben wir viele Leute da. Und ja, aber am Ende. Vor allem noch wegen Corona. Die 2 Jahre konnte man fast gar nichts feiern, deshalb haben alle jetzt Lust. Genau. Ein bisschen was Größeres zu machen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen an dich von meinen Followern. Ah, ja. Also, was mache ich, wenn ich gestresst bin? Du? Ja. Meistens ein bisschen hektisch werden. Ja, das stimmt. Und ja, dann, weshalb auch immer du gestresst bist, löst du den Stress. Was schätzt du an mir? Dass du sehr liebevoll bist, herzlich, zielstrebig und die beste Frau der Welt. Aww. Aww. Okay, und die andere Frage war, welche Sprachen spreche ich mit meiner Familie? Das könnt ihr vielleicht nachher hören, aber mit der Familie von Tobias, das ist auch schon meine Familie, sprechen wir natürlich Deutsch. Und Englisch. Und Englisch, ja, ein Teil von seiner Familie lebt in Australien. Mhm. Habt ihr bestimmt in dem Vlog aus Österreich gesehen. Und mit meiner Mama, mit meinem Papa spreche ich Ukrainisch. Was erwartest du von der Party heute? Von der Party? Ja. Dass wir alle ganz viel Spaß haben, dass wir einen gemütlichen Abend haben und unsere Wohnung ordentlich einweihen. Genau. Ich zeige euch noch kurz die Wohnung. Also das ist unser Esszimmer. Das könnt ihr sehen. Wir haben schon ganz viel vorbereitet. Hier ist die Küche. Meine Mama bereitet auch schon ganz viel vor. Sag Mama, hallo. Hallo. Ja, meine Mama fliegt am Montag schon zurück. Also sie verbringt jetzt noch das Wochenende mit uns und dann am Montag fliegt sie zurück. Und sie war schon ganz fleißig und hat ganz viele so Brote mit Lachs vorbereitet. Genau, hier haben wir unsere Getränke. Das ist einfach Wasser. Das ist eine Traumküche übrigens. Ich wollte schon immer eine große Küche haben. Deshalb bin ich unglaublich glücklich, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Und jetzt gehen wir weiter. So, jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer. Wir haben keinen Fernseher, wie ihr seht. wir haben hier eine Couch, einen kleinen Couchtisch oder einen großen Couchtisch. Und eventuell wollen wir uns hier noch eine Leinwand einbauen. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen oder nicht. Mal schauen. Wir gehen weiter. Ah, diese Wand liebe ich. Das ist eine Weltkarte, die meine Mama aus der Ukraine mitgebracht hat. Und die ist einfach so schön. Und ich habe die Länder angepinnt, wo wir schon waren. Und ich würde echt gerne noch ein paar mehr Pins reinsetzen in diese Karte. Ich hoffe, dass wir in unserem Leben noch ein bisschen mehr reisen. Gut, ich werde euch jetzt nicht alle Zimmer zeigen. Hier ist das Bad. Also, hier ist unser Büro.
Das ist mein Regal mit allen möglichen Büchern. Das sind ja meine Bücher, die ich geschrieben habe. Hier sind noch andere Arbeitsbücher. Und ja, das ist mein Guide zu Präpositionen, kennt ihr bestimmt. Und das ist mein Buch aus unserem Intensivkurs. Ja, und hier ist der Arbeitstisch. Hier arbeite ich normalerweise. Da haben wir noch einen kleinen Balkon. Und eigentlich ist das unser Büro/Studio. Aber das Zimmer ist noch bei weitem nicht fertig. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und das letzte Zimmer, es ist ganz witzig, weil heute sind es 37 Grad draußen. Also es ist sehr heiß. Wir haben aber viel Essen vorbereitet. Und das einzige Zimmer, was warm, was ein bisschen kalt war, war unser Schlafzimmer. Also das ganze Essen ist jetzt im Schlafzimmer. Ihr habt jetzt die Wohnung gesehen. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass wir das jetzt machen konnten, dass wir umziehen konnten. Und ich freue mich auf diese Party. Viele von euch haben auch gefragt, wie alt ich geworden bin. Ich bin 28 geworden und ich liebe mein Alter. Ich habe absolut kein Problem damit, dass ich jedes Jahr ein bisschen älter werde. Ich freue mich eigentlich drauf, weil ich die Erfahrungen wertschätze. Ich werde mit jedem Jahr natürlich auch schlauer. Ich sammle viele Erfahrungen, wir reisen, wir lernen neue Dinge. Deshalb finde ich das eigentlich toll. Also Leute, die Gäste kommen gleich und ich wollte euch ein paar Freunde von mir vorstellen. Nicht alle wollen vor der Kamera sprechen, aber ein paar Freundinnen von mir werden ein paar Fragen beantworten. Die Leute kommen, arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich glaube, das wird auch für euch interessant sein, deren Geschichten zu hören und vielleicht ein paar lustige Geschichten über unsere Freundschaft zu hören. Okay, Leute, danke. Also es kommen noch ein paar, aber erstmal fangen wir jetzt an. Danke, dass ihr alle da seid. Das ist so cool. Ich freue mich wirklich drauf, dass wir jetzt in dieser großen Runde feiern. Und danke, dass ihr alle da seid und diesen Geburtstag, meinen 28. mit mir verbringt. Und ja, du kannst vielleicht übernehmen und was zu der neuen Wohnung sagen. Zwei Anlässe. Also, ne, alle haben jetzt die Wohnung gesehen. Ich weiß nicht, alle Leute kennen die alte, aber die meisten. Nein, Kopf und Maria nicht. Aber sonst kennen die meisten Leute eigentlich die alte Wohnung. Also, ich würde sagen, es ist ein Upgrade. Naja. Deswegen, geht's auch, ne? Geht's auch. Ganz leicht. Und deswegen, das ja. Ist ein Upgrade allein schon wegen des Viertels. Ja, aber also wir haben sehr nette Nachbarn in diesem Haus, aber wir haben auch schon andere Nachbarn kennengelernt, so gesehen. Das stimmt. Geht es und warte, wo sind eigentlich unsere anderen Nachbarn? Die anderen sind auch sehr nett. Wo ist Selina? Ich wollte sagen, soll das Fenster zumachen oder so. Nee, ist okay. Aber niemand weiß, über wen wir reden. Ja, also. Prost! Ne, genau, Prost! Auf eine coole Party, genießt das, bedient euch und lasst es euch schmecken. Danke! Prost! Und auf dich! Hi. Genau, von Hired. Wir hatten vor ein paar Monaten auch ein Video zusammen gedreht. Und Benjamin, ich habe eine Frage an dich. Was denkst du, welche drei Sachen muss man auf jeden Fall beachten, egal ob Ausländer oder nicht Ausländer, wenn man sich bewirbt?
Also zum einen, super wichtig, du musst so deinen USP haben. Also du musst wissen, was du dem Unternehmen verkaufen willst, wer du bist, also was für eine Person du bist. Also das ist ganz, ganz wichtig für dein Anschreiben, für deinen CV. Mhm. Dann ist super wichtig, erstmal einen ganz, ganz guten CV zu schreiben, der übersichtlich ist, wo du ganz schnell finden kannst als Personaler, was du eben finden solltest über die Person. Und vielleicht auch keine Fehler drin. Ja. Ganz genau, das ist ein ganz, ganz großes No-Go. Fehler im Lebenslauf geht überhaupt nicht. Und dann zum Dritten, dann würde ich sagen, mach dir ganz, ganz viele Gedanken, was du gut findest, woran du Spaß hast, weil das merkt man ganz, ganz schnell aus deinen Dokumenten, woran hast du richtig Spaß und wofür kannst du dich total begeistern, weil niemand will eigentlich so jemand einstellen, wo du sagst, okay, das ist so mit angezogener Handbremse. Krass, also man merkt das schon aus dem Lebenslauf oder aus dem Anschreiben. Ganz genau. Okay, also, und wie merkst du das? Also hast du super Tipps? Wie merkt man das? Also manchmal hast du so ein Anschreiben, da ist es so, das springt dir so ins Gesicht. Da hat jemand richtig Bock, bei dir zu arbeiten. Ja. Und ich würde sagen, man braucht manchmal gar kein, also manche Unternehmen sagen auch, okay, du brauchst gar kein wirkliches Anschreiben. Mhm. Aber wenn du halt so ein paar Zeilen schreibst, wo du ganz klar rüberbringst, ey, ich habe voll Bock darauf, hier zu arbeiten. Company XYZ, genau da will ich hin, genau das ist meine Passion. Dann kannst du ganz, ganz viel damit ausgleichen. Das ist gut, Leute. Also anschreiben, auch wenn die Firma das nicht haben will, trotzdem kann man so ein kleines Anschreiben schicken. Genau, also ich glaube, Motivationsschreiben, das drückt es eigentlich ganz gut aus, weil so kannst du immer sagen, hey, ich habe voll Bock da drauf. Ja. Und also das ist eigentlich nichts Schöneres, wenn du jemanden triffst, der irgendwie sagt, ich habe voll Bock da drauf. Also, keine Ahnung, wenn du mit jemandem irgendwie Fahrrad fahren gehen willst oder wenn du jetzt irgendwie jemand fragst, okay, hast du Bock zu grillen? Und dann so, ja, ist ganz cool. Oder dann sagst du, voll geil, ich hol Zeug. Ja, genau. Stimmt. Cool, danke dir. Und gleich werde ich euch Elina vorstellen. Sie hat es tatsächlich geschafft, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu bekommen. Sie kommt aus Finnland. Und vielleicht kann sie ein bisschen ihre Erfahrungen teilen, welche Schwierigkeiten man dann hat, wenn man schon einen Job bekommen hat. Das ist Elina. Hallo. Eine Freundin von mir. Kannst du dich kurz vorstellen? Genau. So, mein Name ist Elina. Ich komme aus Finnland. Ich wohne in Deutschland seit 1,5 Jahren. Cool. Also, du arbeitest ja in einer deutschen Firma und ich wollte dir eine Frage stellen. Welche drei Schwierigkeiten hattest du am Anfang oder hast du immer noch bei der Arbeit hier in Deutschland? Okay, gute Frage. Erstmal möchte ich sagen Homeoffice. So, der Anfang war mit Corona, Lockdown, November 2020, so etwas sehr, sehr schwierig. Ich konnte meine Kollegen nicht treffen und kennenlernen und das war wirklich eine schwierige Zeit. Mhm. Ja, das stimmt, du warst die ganze Zeit zu Hause. Glaube, die ersten 8 Monate habe ich von zu Hause gearbeitet. Ja, das ist schwer. Okay, was noch? Viele Leute sagen, dass die Deutschen sind Arbeitstiere. Aha. So, das bedeutet, dass die Deutschen sehr, sehr viel arbeiten möchten. Das dachtest du, ja? Ja, das hatte ich so gehört. So, das war nicht eine Überraschung für mich. Aber die Arbeitstage sind sehr lang. Oh, wirklich? Ja, ich könnte sagen, länger als in Finnland. Und gibt es viele Deadlines und das ist ein bisschen, vielleicht der Arbeitsrhythmus ist schneller. Okay, krass, also das ist anders als in Finnland. Ja. Obwohl du in der gleichen Firma arbeitest, du hast nur den Standort. Genau. Krass, okay, das ist interessant. Also in Deutschland muss man sich darauf einstellen, dass man vielleicht ein bisschen länger arbeiten muss. Ja. Das ist so. Okay. Hast du noch was vielleicht? Hattest du Schwierigkeiten mit der Sprache oder so? Oder das war nie ein Problem? Ja, es ist problematisch manchmal. Zum Beispiel, meine Kollegen sprechen sehr schnell. Und es ist manchmal schwierig zu verstehen, wenn die Leute sehr schnell sprechen. Ja, das stimmt. Cool. Ich werde euch noch ein paar andere Freunde vorstellen. So, das ist Sarah, eine Freundin von mir aus der Uni. Wir haben zusammen studiert. Und ihr habt mich bei Instagram gefragt, ob meine Freunde lustige Geschichten erzählen können. Sarah, hast du was spontan?
lustige Geschichten. Weißt du noch, dass du früher nie Hölle und Höhle auseinanderhalten konntest? Und Hülle auch. Hülle. Hölle. Hülle. Und Hülle. Und Hülle. Und Hölle. Die Handyhülle. Und Höhle. Also Hülle kann ich auf jeden Fall. Und was ist, wo wohnt der Bär? In der Hölle. Höhle. In der Hölle. Und wo wohnt der Teufel? In der Hölle. Genau. Sehr schwer. Phonetik ist ganz schwierig, aber sehr wichtig. Ja, aber du hast ja mit Übung irgendwann voll hinbekommen. Ja, also, ja, also geht irgendwie. Übung macht den Meister. Das ist Caro, eine Freundin von mir. Genau, Caro wohnt in Frankfurt. Wir sehen uns sehr, sehr oft. Nein, Spaß. Wir sehen uns selten, aber wir versuchen. Jeden Tag. Ja. Wir versuchen es, uns öfter zu sehen. Nee, aber Caro, ich habe eine Frage an dich, beziehungsweise meine Follower haben eine Frage an dich. Wie haben wir uns kennengelernt? Weißt du das noch? Oh, okay. Also Natalia und ich kennen uns schon sehr lange. Ich meine, dass wir an einem Abend was trinken waren mit anderen gemeinsamen Freundinnen. Und sie hat uns letztendlich vorgestellt. Genau. Aber das ist sehr lange her und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Ewigkeiten. Ja. Und vor allem, das war witzig, weil Caro hat mir irgendwann bei Facebook geschrieben, weißt du noch, wir waren zusammen unterwegs, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Mhm. Und ich checke mein Facebook nie. Also habe ich deine Nachricht erst ein halbes Jahr später gesehen. Und dann haben wir uns zum Essen getroffen, weißt du noch? Ja, ja, ich habe die geschrieben. Paul. Genau, ja, für einen Kaffee. Genau. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Ja. Kannst du mich noch mit drei Adjektiven beschreiben? Was fällt dir ein, wenn du an mich denkst? Okay, also, ist jetzt komisch, dich dabei anzusehen? Nein. Also, in die Kamera. Natalia ist immer positiv, immer fröhlich und immer gut gelaunt. Das wäre vielleicht so das Erste, was mir einfällt. Mhm. Kleiner Sonnenschein. Oh. Nee, und ansonsten bist du ein sehr zielstrebiger Mensch und wenn was ist, bist du auf jeden Fall da. Ja, danke. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Natalia. Happy Birthday to you. Yay. Danke, dass ihr alle da seid. Okay, das war's schon mit der Party. Ich bin sehr glücklich, dass alle gekommen sind, dass alles geschmeckt hat. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß beim Gucken hattet. Und wenn ja, dann denkt daran, dieses Video zu liken. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video, nächsten Sonntag. Also jetzt erstmal, tschüss!